Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Sorry Leute, dass ich euch so lange habe warten lassen, aber ich habe wahnsinnig viele andere Sachen momentan wieder um die Ohren. Deswegen ist dieses eine Video pro Woche, selbst dieses eine Video pro Woche, etwas mit Verzögerung. Sorry hierfür, wirklich, tut mir echt leid, aber ich gebe alles, aber es kommt nichts bei raus. Nein, es geht halt einfach manchmal nicht mehr als so. Es geht aber weiter. Tschechen. Ja, der Freakazoid, der Pierre, mit dem erleide ich in der letzten Zeit ganz wacker die Tschechenlinie. Und ihr wisst ja noch vom Video des letzten Tschechen, T25 bin ich durch, T34 100 bin ich jetzt und bin hart daran, den TVP VTU zu grinden. Und ihr seht, ich habe erst 60.000 und ich weiß nicht. Wenn irgendeiner von euch die Tschechenlinie auch schon gefahren hat oder gerade fährt. Ich persönlich finde diesen Tank schlimm. Ich finde ihn gruselig. Ich sage mal, das Einzige, was er wirklich kann, ist schnell geradeaus fahren. Sonst kann er nichts. Ich komme mit ihm nicht klar. Es ist, also man kann jetzt auch nicht sagen, ich komme gar nicht klar. Ich habe auf dem 1000 Durchschnittsschaden und eine ganz akzeptable Windquote, aber wisst ihr, der hat keine Gun Depression, nur 5 Grad. Ständig bist du irgendwo an der Kuppe, deine Kanone guckt in meinen Himmel, du kommst näher am Feind, dann denkst du, oh, noch einen Meter vor, noch einen Meter vor, dann kommt die, noch einen Meter vor, dann stehst du wieder voll im Feind, alles ballert auf dich, du kannst dich nicht zurückziehen, die Panzerung ist butterweich. Wobei der Turm manchmal schon was bounced, aber nicht zuverlässig. Ich bin ganz oft ganz schnell tot und komme mit dem Ding irgendwie, werd nicht so richtig warm und das ist der Hasspanzer schlechthin. Der Pierre findet ihn auch scheiße. Insofern hassen wir ihn beide. Aber man muss ihn ja fahren, denn wenn du dich durchkaufst bis zum 10er, das ist zwar auch möglich, aber dann hast du ja auch keine Crew und dann hat deine Crew immer noch den ersten Level, den ersten Skill und du bist beim 10er und das ist doch auch Bullshit. Also insofern, ich fahre das Ding jetzt, den 7er, den 8er, den 9er, den 10er und hoffe, dass ich dann bei einer 3-Skill-Crew bin am Ende. Aber Spaß machen ist anders. Was habe ich geskillt? Damit das mit dem Zielen ein bisschen besser geht, hier die beiden Skills ruhige Hand und fahren wie auf Schienen, damit der Zielkreis bei Turmdrehung ein bisschen weiter zubleibt. Ansonsten oberste Prio natürlich 6 Sinn und Reparatur. Deswegen meine momentane Skillung. Was habe ich sonst? Gunrammer, ich will ja schnell schießen. Ich will einen verbesserten Waffenrichtantrieb und diesmal nicht das Scherenfernrohr wie sonst bei meinen anderen, sondern den die Ventilation. Weil ich finde, die Gun hat eine 040er Präsentation. Ja. Präzision und das ist nicht so toll. Da dachte ich mir. Lüftung. Vielleicht bringt es was, aber so richtig viel bringt es eigentlich nicht. Man schießt noch ganz schön oft Fahrkarten. Aber, sag ich mal, das wird schon gehen mit dem Auto, um es durchzuleveln, aber Spaß ist anders. Allerdings, Lakeville, gerade ein Game gehabt, wo ich dachte so, ey, da habe ich wenigstens mal nicht allzu rumgebobbt wie sonst. Und deswegen zeige ich euch das mal. Denn nein, es macht mir keinen Spaß, euch die Spiele zu zeigen, wo ich den Bob spiele. Macht mir überhaupt keinen Spaß. Bis gleich. Da sind wir in-game, auf der schönen Karte Lakeville. Lakeville, ausgewogene Siegchance. Der Hansi Opels alias Mark, der Freakazoid alias Freakazoid, Pierre und der Commander alias Jens. Ja, ich bin schon wieder ganz schön doof unterwegs, aber da müsst ihr halt nun mal durch, denn ich gucke ja meine Videos selber nicht, deswegen müsst ihr leiden. Lakeville, was macht man Lakeville? Lakeville fährt man in die Mitte. Und Lakeville fährt man als Scout, wie der Mark fährt. Natürlich entweder in den Busch oder nicht in den Busch. Und er fährt in den Busch, Schere drauf, kann weit gucken und macht auch hier, weil er weit gucken kann, die ist 3 auf. Und der Commander schießt erstmal daneben. Ja, das ist eigentlich so das Los von ja, das Los von dieser Kanone. Also wir gucken, es ist nicht eingeaimt. Es aimt auch nicht, weil es irgendwie alles andere macht außer aimen. Aber ja. Guck mal, Gun Depression, ne?
Also, wobei, muss man ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich die einzige Stelle auf allen WoT-Maps, die man anfahren kann, wo man hier, guckt euch das an, stehen kann und trotzdem mit der Gun Depression eines Chinesen würdigen Tschechenpanzers trotzdem schießen kann. Zum Kotzen. Oh. Bleibt auch gerne mal in den Ketten hängen, diese Munition. Hier, wir gucken auch mal. Sagenumwobene Durchschlag von 175 und Gold, was aber leider Hit ist, wird 250. Da muss man ganz ehrlich sagen, Gold mit Hit hat eine ordentliche Penetration für das Teil, für den Sima. Also da kann man nicht meckern. Aber hat halt mit 175 Penetration und der Fähigkeit von dieser Tschechen-Munition ganz gerne mal irgendwo hängen zu bleiben und ja, nicht. Ja. Hier war mal ein Schuss, der gesnapshottet wunderbar funktioniert hat. Wieder hin und her ruckeln, wo man irgendwie, ja. Wo man irgendwie die Gun Depression nicht braucht. Also, das mit der Gun Depression ist wirklich gruselig. Also, ich bin kein guter Spieler, aber wenn dann auch noch der Tank lauter Defizite hat, ey, dann ist es auch ein schönes Beispiel. Hier hat die Gun dann mal funktioniert, so wie sie funktionieren soll, und hat sogar durch einen Torbogen geschossen und getroffen. Ja, nebenbei wollte ich eigentlich, warum auch einfach mal dahin schießen, wo der Commander hinschießen will? Weil schieß doch einfach mal irgendwo in Dreck, du doofe Tschechengun. Nein, das war natürlich auch nicht durchgeaimt und ja, Jeboni, Jeboni, Jeboni. Tja, da würde ich mal sagen, hat es den Gegner wohl irgendwie zerrissen, denn der Commander hat plötzlich einen Kill auf dem Tacho und ja, der Gegner ist tot. Mag ich natürlich sowas. Sollte man auch immer tun, an Positionen, wo der Gegner vorher gestanden hat, hinschießen, damit man Blindshots verwandeln kann. Ja, hier habe ich mir jetzt gesagt, pass auf, ich muss einfach mal ein Stückchen weiter vor an den Stein, weil die sind in der. Wir gucken uns das an. Die sind in der Stadt relativ durch. Ich habe die ganze Geschichte schon einigermaßen verplant, beziehungsweise verpennt, weil du musst natürlich nachrücken, sonst hast du zu weite Distanz und hast du triffst nicht vernünftig, Kugel fliegt zu lange, also nachrücken. Nachrücken. Tschechengun halt. War eigentlich die richtige Richtung. War auch gut vorgehalten. Aber ne. Ne, ne, ne. Tja. Aber sowas, hier, wir sehen's. Ab und zu prallt auch mal was ab. Aber selten. Könnt ihr nicht drauf bauen. Ist halt, natürlich trifft mich der T-34 noch. Natürlich. Natürlich fliegt mein Schuss so langsam und schieße ich so langsam, dass ich noch. Na klar. Oh, 400. Kann er mir doch mal reinkloppen. Logisch. Geht. Läuft. Ja. Ja, komm, ist ein AMX. Kannst in Ketten hängen bleiben, du blöde Tschechenmurmel, ey. Ja. Das war jetzt wirklich. Da kann ich jetzt. Ich war schuld. Den Schuss habe ich versaut. Ohne Frage. Aber dafür gibt es ja mein Team. Und meine Mates, die mir da helfen, wenn ich es nicht kann. Die mich dann wenigstens. Ja. So, und dann haben wir auch den kleinen Nervbolzen, den T71. Müsst ihr euch übrigens mal merken, dort, wo der gestorben ist. Ey, scheiß drauf. Ace, du wirst mich töten. Haha, ich hab's angehalten. Hier, guck mal da hinten. Wartet mal. Oh, jetzt bobbe ich ja total rum. Hier, diesen Busch, den könnt ihr auch blind beschießen. Ja, also diese ganzen Büsche, die ihr da vorne seht. Ja, hier. Die Büsche beschießt die blind. Da stehen die Jungs immer drin. Guckt auf den Gegner. Was hat der Gegner? Hat der Gegner Lights? Sind die Lights nicht aufgegangen? Wo sind die Lights? Garantiert immer in den Büschen. Habe ich von Ace gelernt. Ace schießt auch immer auf die Büsche. Oh, hier ist eine schöne Szene. Sehr schöne Szene. E25. Schlau wie ich bin, hau ich natürlich meine HE, die ich mit habe. Der erste Schuss war ein schönes Beispiel, wie man auf ein E25 durchs Dach mehr Schaden machen kann als mit einer normalen Murmel. Und der zweite Schuss war ein schönes Beispiel, wie man auf ein E25 nicht mehr Schaden machen kann, sondern nämlich katastrophal wenig. So, warum hat der Commander jetzt eigentlich Gold drin? Ist mir völlig unerklärlich, weil es macht so überhaupt gar nicht, so null, so gar nicht, so überhaupt gar nicht, so
gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Es wirkt sich nachher bestimmt auf meine Credits-Ausbeute auf, aber das habe ich hier einfach verbuzzelt. Nein. Ich habe es natürlich nicht verbuzzelt. Leer geschossen ist er! Nein. Ich habe, manchmal passiert mir das, dass ich Gold drin habe, obwohl ich kein Gold drin haben sollte, aber die Munition in diesem Auto ist halt irgendwann auch mal alle. Und dann ist vielleicht, sind auch 10 Schuss Gold vielleicht ein bisschen viel. Aber muss man ganz ehrlich sagen, du bist oft genug in 8er oder 9er Games und dann brauchst du die Gold halt einfach. Ja, Wendekreis. Nicht so cool, wie wir gerade sehen. E25. Hm. E25. Einfach mal gerammt. Ja, spekulationsloses Game, was, ja. In-game habe ich es, wie gesagt, nicht gerafft, dass ich Gold drin habe, sonst hätte ich natürlich mir aus diesem Winkel einen Schussversuch auf Ketten mit Heat auf jeden Fall gespart, aber so ist es halt, wenn man ein Bob ist und nicht weiß, was man für eine Munition geladen hat und dann passiert sowas. Ja, naja, aus dem Winkel wäre ich mit AP auch nicht durchgekommen. Das ist wie immer so eine Situation gewesen. Du stehst weit hinten, du weißt, 4 von deinen Mates schießen schon auf den. Du hast eigentlich nur eine Chance, einen Glücksschuss von hier hinten jetzt zu machen. Und wenn der durchkommt, kommt er durch. Und wenn du jetzt weiter vorfährst, um einen besseren Schusswinkel zu haben, damit er auf jeden Fall durchkommt, dann ist er sowieso tot, weil deine Mates ihn dahin meucheln. Und deswegen schoss der Commander aus diesem unmöglichen Winkel auf diesen feindlichen Panzer. Ja, also eine unspektakuläre Runde, aber ist auch das erste und letzte, was ihr von mir auf diesem Tank sehen werdet. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal geschwind zur Gefechtsauswertung und dann hat sich das Ganze schon wieder. Macht's gut, ciao. Jawohl, da ist hier die Gefechtsauswertung. Ein Sieg war das. Ganz schön krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man den Damage macht, den ich jetzt gemacht habe, nämlich 2500 Damage mit dem Auto, dann kriegt man nur zweiter Klasse. Also ich meine, gut, ich habe jetzt nichts, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht so schrecklich viel, ich habe gar nichts gespottet. Ich denke mal 2500 Schaden und noch ordentlich spotten, dann kommt man wahrscheinlich auch zum Master. Aber ich werde dieses Master auf diesem Tank wahrscheinlich nie kriegen und ich werde da auch nicht traurig drum sein, denn ich mag ihn nicht. Ja, zweiter Klasse, ein bisschen Blech, 37.000, ja. Ausführlicher Bericht hatten wir ja gerade eben schon. Ja, Munition automatisch auffüllen. Ja, hat denn da einer schon wieder Gold geschossen, dass so wenig Credits bei rumkommen? Na, wer war denn das? Wer war denn das? Ja, also, ja. So ist das mit dem Auto. Demnächst mehr. Vom nächsten. Vom 8er. Denn von diesem 7er, den ich so doll gemocht habe, werdet ihr nichts weiter sehen. Ciao.